2, 1, go! Sein Spitzname Hammerhand. Sein Talent? Mit einem rohen Ei in der Hand Kokosnüsse zertrümmern, und zwar 59 in 30 Sekunden. Und weil's so gut lief, nimmt Muhammed Karimanovic aus Hamburg als nächstes Bierdosen in Angriff. Schlag auf Schlag zum Weltrekord. Sehr gut. Wie viel war das? 63, wenn ich mich nicht erzählt habe, ja? Ich bin sehr happy! Happy ist auch die 14-jährige Liberty aus London. Was irgendwie nach Horrorfilm aussieht, ist ein Weltrekord. 20 Meter legt die Akrobatin in 22 Sekunden zurück. Ihr Fazit? Ich bin echt aufgeregt und ich habe gerade eine Menge Adrenalin in mir. Eine Menge Adrenalin ist auch bei diesem Rekordversuch in Dubai im Spiel. Der eine fährt das Quad nur auf den Hinterreifen, der andere schafft ganze 70 Ballkontakte. Während die bald startende Fußball-Weltmeisterschaft viele ganz klar bei ihren Weltrekordversuchen inspiriert hat, setzt dieser Mann aus Tokio lieber auf Arme statt Beine. Wenn Sie einen Guinness-Weltrekordtitel erreichen, können Sie wirklich stolz auf sich sein. Ich ermutige alle, es auch zu versuchen. Wer noch Inspiration braucht, warum nicht beim Skateboardfahren mal eben 500 Zauberwürfel lösen? Und wer sich alleine keinen Weltrekordversuch traut, in Venezuela stellten diese 414 Musiker den Weltrekord für die größte Volksmusikband der Welt auf. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.